Hallo Leute, ich bin's Silo und ich habe heute mal wieder einen Wolfburn für euch. Ich entführe euch heute mal wieder ganz hoch in den Norden von Schottland nach Thurso. Thurso liegt wirklich im Nordosten von Schottland. Ganz am Ende ist es nicht weit nach John O'Groats, wo dann auch Land's End ist, also wo dann sozusagen Schottland aufhört oder je nachdem, wie man sieht, Schottland auch anfängt. Genau, da kommen dann nur noch so ein bisschen Orkneys, Shetlandinseln, aber Festland ist an der Stelle dort vorbei. Und dort gibt es die ganz kleine, feine Distillerie Wolfburn. So klein ist sie aber gar nicht mehr. 2013 eröffnet, hat sie dieses Jahr ihren ersten 10-jährigen Whisky rausgebracht, was ich total cool finde. Ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu probieren. Ich hoffe aber darauf, dass ich im September bei uns diesen Jahres in Dresden bei den Whisky- und Genusstagen die Zeit haben werde, den an irgendeinem Stand, vielleicht sogar bei Alba Import, wenn sie da sind, probieren zu können. Genau, ich werde vielleicht am Freitag da sein. Ist ja noch ein bisschen Zeit, wie sich die Pläne ergeben. Doch zu unserem eigentlichen Whisky heute. Es geht um das neueste Small Batch Release, den Wolfburn 458. Ich weiß noch, mein drittes Video war es, glaube ich. Da ging es um den allerersten Small Batch Release, um die Nummer 128. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Ecke her. Meinen ersten Wolfburn habe ich 2017 getrunken. Da war ich dort in der Brennerei. Da gab es den Morven, den Aurora und den Northland. Also drei Stück, das war's. Mehr gab's nicht. Es gab auch noch keinen Shop, kein Visitor Center. 2019 war ich das letzte Mal dort. Da haben sie schon ein bisschen ausgebaut, ein bisschen Lagerhäuser hinzugefügt. Also es wächst und gedeiht. Und ich verfolge Wolfburn schon relativ lange. Umso gespannter bin ich, jetzt endlich mal wieder einen neuen Small Batch im Glas zu haben. Ich habe tatsächlich nur den einen Small Batch, nein, zwei Small Batch habe ich verkostet. Ich verlinke euch mal die Playlist hier irgendwo in diesem Video. Und genau, ich habe sie alle da, stehen hinter mir, da im Schrank. Ich wollte sie euch eigentlich alle per Hand zeigen, aber dort sind zu viele Flaschen. So, jetzt habe ich den hier ausgepackt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vorher war das so bronzefarben, das Design. Jetzt ist es so silber, türkis, schwarz. Finde ich immer sehr shiny, die Flaschen. Einfach auch mit diesem Silberdruck super schön gemacht. Und wie üblich 70 cl in den etwas breiteren und kürzeren Flaschen. Und wir haben 46%. Small Batch Release bedeutet immer, es sind zwei Fässer zusammengeflossen. Und in dem Fall ist es ein Lightly Peated Pedro Ximénez Sherry Butt und ein Ex-Bourbon-Fass gewesen, was zusammengekommen ist. Wir haben 5.100 Flaschen. Also nicht sonderlich viel. Genau. Ich will euch aber, bevor ich mich an diesen tollen Whisky wage, ich habe zu Weihnachten, wie ihr sehen könnt, frohes Fest, ein kleines Sample dazu bekommen. Finde ich immer total süß, weil dann habe ich die Chance, meinen Whisky, den ich, und das ist, glaube ich, die einzige Reihe mit, die ich sammle, neben der Game of Thrones-Reihe, die ich da habe, dann habe ich die Möglichkeit, den Whisky nämlich zuzulassen und in meiner Sammlung stehen zu lassen und kann ihn trotzdem probieren, was ich total cool finde. Deswegen freue ich mich da sehr darüber, dass ich so ein Sample geschenkt bekommen habe. So, ich lasse den jetzt schon mal einen Moment atmen und werde meinen schlauen Zettel rausholen und euch einmal verlesen, was es denn überhaupt schon für Small Batch Releases gab, weil ich konnte es mir nicht merken. Es sind zu viele Zahlen und ich bin kein Zahlenmensch. Also 2017 ist der erste rausgekommen, das war Nummer 128, 3 Jahre alt, Ex-Bourbon-Fässer. 2018 ist rausgekommen die Nummer 270, auch 3 Jahre alt, First Fill Ex-Bourbon. 2019 kam Nummer 375. Da habe ich jetzt keine Altersangabe gefunden. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Da haben wir auch wieder Ex-Bourbon und das erste Mal Oloroso Hogshead. Ich weiß noch, den habe ich probiert und den fand ich
hervorragend. Ich stehe allgemein sehr auf die Sherry-lastigen Wolfburns, also der Aurora, der Vatertags, der Sherry, also dieser Super Sherry, Dingsy Bumsy, ich habe vergessen, wie er heißt. 2020 kam Nummer 155, 5 Jahre, Bourbon und Port. 2020 auch kam Nummer 204, 5 Jahre, First Fill Madeira, auch sehr interessant. 2021 kam Nummer 318, habe ich auch wieder keine Altersangabe gefunden, aber wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 7 Jahre. First Fill Oloroso und Bourbon. Und 22 jetzt, 458, den wir heute im Glas haben, 7 Jahre, First Fill PX und Bourbon Fass. Wir haben also mit XPX Sherry Fass einen sehr, sehr süßen Einfluss. Pedro Ximénez Sherry ist fast der süßeste Wein der Welt, würde ich sagen. Genau, und das Bourbon Fass gibt einfach so diese typische Whisky-Grundcharakternote dazu, die wir in unseren ganzen Single Malts kennen. Ich bin sehr gespannt. 7 Jahre ist, glaube ich, das älteste, was ich jetzt bisher habe. Genau, angefangen hat es mit den ganzen 3-Jährigen, dann kam der Langskip mit 4 Jahren, dann wurde es, ne, und das ist quasi jetzt die Prep für den 10er dann im September. Und also ihr könnt ja das immer nicht riechen, wenn ich hier so sitze, aber der wedelt mir jetzt schon um die Nase, ne? Und das ist bei einem sehr rauchigen Whisky ist das, finde ich, sehr typisch, dass der dann schon so den Raum ausfüllt. Aber bei einem nur leicht getrauchigen oder gar nicht rauchigen ist das, finde ich, immer ein sehr beeindruckendes Kriterium, wenn ich den noch nicht mal an meine Nase gehalten habe und ich schon die ersten Aromen um meinen Kopf fliegen spüre. Oh, mein Deutsch ist heute auch wieder on fleek. Also, der ist sehr intensiv. Krass. Also für 46%? Wow. Ich hätte, wenn ich den jetzt wahrscheinlich ohne drauf zu gucken geschnüffelt hätte, hätte ich gesagt, dass der mehr Prozente hat. Also sehr intensiv vom Aroma, sehr kräftig. Und das kenne ich normalerweise eher von sehr, naja, sehr hochprozentigen Single Malts. Ich habe diese, ich finde mit Sherry, ich persönlich kann nicht zwischen Pedro Ximénez und Oloroso unterscheiden. Soweit bin ich einfach noch nicht. Wenn da jemand so sagt, okay, das ist mehr das Aroma und das ist mehr das Aroma und mir da weiterhelfen kann, gerne in die Kommentare schreiben, bin ich sehr gespannt. Aber Sherry hat, finde ich, immer so eine ganz eigene Süße. So, also das hat dieses muffig, holzig, kellerartige mit dazu und aber trotzdem so quietschig süß. So als hätte meine Oma in ihrem DDR-Keller eine Flasche Williams Crisp Birne verschüttet und das würde jetzt alles danach riechen. So sehr platt und gemein gesagt. Oder sie hätte eine Flasche Sherry verschüttet. Das wäre natürlich noch zutreffender. Nicht, dass meine Oma das je gemacht hätte. Das Einzige, was sie verschüttet hat, war Franz Brandt Wein. Der hat auch so Weihnachtsnoten. So dieses Rum-Rosinen und Stollen. Also wir in Dresden sind ja sehr große Christstollen-Fans. Keine Ahnung warum. Und ich liebe Rosinenstollen und der muss richtig saftig sein. Und die Rosinen können auch gerne in Rum eingelegt sein. Ja. Auch so eine leichte Note von dunkler Schokolade. Und wenn ich mich da so dran festhalte und langhange, dann komme ich zu dem Rauch. Also der ist super, super im Hintergrund. Gar nicht sich in den Vordergrund schiebend, vordrängelnd. Also wirklich sehr dezent vom Rauch. Für Leute, die jetzt sagen, oh, Rauch ist nicht so meins. Das könnte trotzdem was für euch sein. Also zumindest von der Nase her.
Ja, auf jeden Fall sehr helle Früchte. Auch schön ölig. Eine ölige Textur, habe ich mal gelernt, spricht für einen hohen Alkoholgehalt, was ja mit 46% jetzt eher so mittelmäßig ist. Riecht sehr gut. Und er hat eine sehr schöne Farbe. Könnt ihr bestimmt sehen. Das ist halt einfach das Sherry-Fass, ne? Da brauchst du nicht mehr färben. Ne? Also ich bin ja sowieso jetzt nicht. Ich verstehe, warum man es macht, aber ich brauche es persönlich nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, der Whisky ist gefärbt, das schmeckt ganz anders. Ich brauche es nicht, aber wenn es drin ist, weil Menschen Gründe haben, okay, meinetwegen, ich toleriere es. Ich freue mich sehr auf den ersten Schluck. Slange. Also, das Erste, was hängen bleibt, ist Holz. Ein bisschen Keller. So minimal Süße. Ich glaube, das kommt beim zweiten Schluck dann besser raus. Der erste ist ja immer erstmal so und dann. Ja, also im ersten Schluck kann ich persönlich nur so 2 von 10 Aromen erschmecken. Also gibt dann natürlich sowieso viel mehr als 10 Aromen, aber mehr als 10 kriege ich jetzt auch nicht hin. Na, aber so, der erste Schluck ist immer erstmal, okay, ich muss erstmal sortieren, was hier jetzt so drin ist. Ich hatte Holz, ich hatte leichten Keller und ich hatte hinten raus so eine angenehme Schärfe kombiniert mit so einem leichten Rauch. Also eher so was pfeffrig, Chili, rauchiges, wenn das kombinierbar ist. Und die Süße war jetzt noch sehr zurückhaltend. Oh, okay. Der ist viel rauchiger im Geschmack als in der Nase. Also für Anti-Peatheads nehme ich das so ein bisschen zurück. Probiert ihn selber, aber er ist rauchiger, als er riecht. Die Süße ist dezent. Oh, und ganz schwer zu beschreiben. Also ich hatte gerade so ein Bild vor mir, so sehr warmes Licht und ein Kaminfeuer drin. Draußen ist es eiskalt, es liegt Schnee. Und man hat so dieses warme, prasselnde Kaminfeuer. Da ist einmal der Rauch drin, da ist die Süße drin. So, das war so das erste Bild, was mir jetzt geschmacklich in den Kopf geschossen ist. Aber schwer zu greifen. Aber ich hänge so ein bisschen an diesem Weihnachtsgedanken dran. Ja, es geht wirklich sehr in diese Richtung. Weihnachtsgebäck, Toffee. Karamellnoten, so ein bisschen einen kurzen Eindruck hatte ich von, oh, das ist so eine ganz bestimmte Art von Weihnachtsgebäck. Es ist nicht Spekulatius, es ist nicht Vanillekipferl. Es geht so ein bisschen in Richtung Lebkuchen. Man hat so diese Kombination aus Schokolade. Was ist in Lebkuchen drin? Lebkuchengewürz. Was ist. Oh. Und bin ich wieder voll vorbereitet. So, das waren jetzt so meine Gedanken. Einen muss ich noch probieren. Also der ist wirklich sehr, ihr merkt, mit jedem Schluck erweitern sich die Aromen und der wird komplexer im Mund und zeigt viele verschiedene Facetten. Am Anfang habe ich so das Gefühl, das sind hellere Früchte, so Aprikose. Ich glaube, ich sage in jedem Video, dass es nach Aprikose schmeckt. Und dann geht das ganz schnell in so rote Weintrauben, Rosinen, Pflaume, so
mit Zucker und Zimt, so eher in die dunklen Früchte rein, die Süße. Und jetzt tritt auch so ein bisschen der Rauch wieder in den Hintergrund. Nicht so viel, wie ich erwartet hätte, also er ist noch sehr präsent. Aber es ist mehr so ein prickelnder Lagerfeuerrauch. Also es hat auch so eine gewisse, naja, es ist so eine Mischung aus Schärfe und erfrischend, prickelnd, Spiciness. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. sehr interessant. Und ich muss sagen, sehr komplex. Ich finde ihn, um mal in meiner aktuellen Sprache zu bleiben, sehr, sehr gut. Gefällt mir super. Kostet leider so ein bisschen mehr, als die Wolfburns am Anfang gekostet haben. Da haben die, glaube ich, so um die 60, 65 Euro gekostet. Jetzt bewegen wir uns so zwischen 70 bis 80 Euro, was auch immer noch günstig ist, wenn wir überlegen, wo wird das hergestellt, wie lange liegt das irgendwo rum, wie muss das transportiert werden, was haben wir inzwischen an Zöllen, Gebühren, Materialkosten, Energiekosten, 12 Millionen Dinge, die dort reinfließen, warum unser Whisky inzwischen so viel teurer wird. Und ich glaube, ich hänge einfach noch so an diesen Preisen von vor 10 Jahren. Und deswegen sage ich jedes Mal so, oh, der ist ein bisschen teurer als Papa. Aber eigentlich muss man mal so sagen, ist es immer noch ein fairer Preis für das, was man bekommt. Ich weiß nicht, doch, ich habe vorhin welche gesehen im Internet. Es gibt noch ein paar Flaschen. Es lohnt sich auf jeden Fall, den zu kaufen. Er ist sehr, sehr lecker und ich bin mega gespannt auf den 10 Jahre alten Wolfburn. Ich hoffe, ich kann euch irgendwie so ein bisschen mitnehmen und berichten von der Messe. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Das ist am 23. bis 25. September hier in Dresden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich werde im nächsten Video nochmal genauer gucken. genau, und ich werde wahrscheinlich am Freitag da sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Also der steht auf jeden Fall auf meiner Liste von Whiskys, die ich probieren möchte. Und ich hoffe, euch hat das Video auch mal wieder vor heimischer Kulisse gefallen. Und das nächste Mal geht es wieder raus in die Natur. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann. Und bis dahin, danke.